Unsere erste Übung aus dem Bereich Spezialkrafttraining heißt Stalk Turns. Aufgrund limitierter Ansteuerungen im Hüftbereich neigen viele Golfer dazu, mit ihrem Körpergewicht nach dem Aufschwung hinten zu bleiben und begehen dadurch einen Schwungfehler, den man auch Sway nennt. Idealerweise verlagert man nach dem Aufschwung sein Körpergewicht auf die vordere Hüfte, sodass das Becken frei und kraftvoll in den Schwung reindrehen kann. Um eure Hüftmobilität zu testen, stellt euch bitte aufrecht hin und dreht beide Fußspitzen, soweit es geht, zueinander. Merkt euch die Position, während ihr eine aufrechte und gerade Körperhaltung beibehaltet. Macht jetzt denselben Test in die Gegenseite und dreht die Fußspitzen, soweit es geht, nach außen. Achtet wieder auf eine neutrale Körperposition und merkt euch wieder die Fußstellung. Wer bei dieser Übung in der Lage ist, bei beiden Varianten die Fußspitzen entweder komplett aufeinander zuzeigen zu lassen oder 90 Grad nach außen zeigen zu lassen, der gilt für den Bereich Spezialkrafttraining als fortgeschritten. Grundlage für eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, dass ihr eure Hüftmuskulatur richtig ansteuern könnt. Stellt euch dazu bitte nun auf ein Bein. Achtet darauf, dass das Kniegelenk gestreckt ist und rotiert eure Hüfte in Richtung der Standbeinseite, soweit ihr könnt. Haltet diese Position für ca. 2 Sekunden und kehrt dann in die Ausgangsstellung zurück. Führt diese Bewegung 8 bis 12 Mal aus. Wiederholt die Übung in dieser Form 3 Mal pro Seite, damit das Ganze auch einen guten Effekt hat. Fortgeschrittene nutzen bei dieser Übung ein elastisches Band. Es werden ebenfalls 8 bis 12 Wiederholungen pro Durchgang ausgeführt. Ihr habt Fragen zu der Übung? Schreibt einfach in die Kommentare des DGV-Kanals. Und wenn ihr eure Schlägerkopfgeschwindigkeit noch weiter steigern wollt, schaut euch die nächsten Videos an.